Někdy se ví, co Bůh chystá. Erst vor einem Monat veröffentlicht Karel Gott gemeinsam mit seiner Tochter Charlotte Ella dieses Duett. Innerhalb kurzer Zeit haben es schon knapp 8 Millionen Menschen auf YouTube gesehen. Karel Gott, der seit den 1960er Jahren das Rampenlicht sucht, ist auch heute noch ein absoluter Bühnenmensch und setzt alles daran, trotz gesundheitlicher Probleme weiter kreativ zu bleiben. In der Zeit der Krankheit, da musste ich ein bisschen Pausen machen. Das ging langsam, wieder der Start. Ich habe auch angefangen mit Clubs, kleine Auftritte, interessante Clubs. Ich liebe das, weil man sieht sich von Auge zu Auge. Also ich werde langsam in Clubs und prüfen, was ich aushalten kann. Zwei Köpfe hat der Drache. Auch seiner heimlichen Leidenschaft der Schauspielerei geht Karel Gott gern noch nach. In dem tschechischen Märchenfilm Das Geheimnis des zweiköpfigen Drachens, der jetzt Deutschlandpremiere beim MDR feiert, spielt er an der Seite seiner Töchter Charlotte Ella und Nelly Sophie einen Hufschmied. Auch der tschechische Titelsong ist eine neue Vater-Tochter-Produktion. Für mich ist wichtig bei dieser Produktion, dass ich nicht den Sänger Karel Gott spiele, obwohl ich singe da dieses Lied. Habe ich die Gelegenheit, eine andere Person zu spielen. Nach meiner Meinung sollte er ein bisschen bremsen, weil die Krankheit ist schwer und er braucht Kraft und er muss da noch ein bisschen Pausen machen inzwischen. Ich weiß, das ist für ihn sehr schwer, ich kann das verstehen, aber trotzdem. Den großen Trubel in seiner Heimatstadt Prag um seinen runden Geburtstag will Karel Gott dieses Mal umgehen. Am Meer in Frankreich wird die Legende seinen 80. ganz entspannt im Kreise seiner Familie genießen. Vy jste pro mě ty